Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Pokémon Oras Wi-Fi Battle. Heute spielen wir gegen den lieben Chris und ja Freunde, ich benutze wieder das gleiche Team vom letzten Part, mein Mega-Taubers-Team. Also im Team befinden sich hier mein Choice-Gab, der Manitan, also mein Flapivian auf Deutsch. Mein Mega-Taubers, mein Mix-Mega-Taubers, wohlgemerkt. Mein speziell defensives Tentoxer mit dem Turbo-Dreher. Halt um die Hazards zu entfernen. Mein Choice Bandit, Trikefalo, physisch natürlich, wenn es Choice Bandit kriegt, macht das auch irgendwo Sinn. Mein physisch-defensives Chelterra mit den Tarnsteinen und mein Assault Vest Magnezode. So, mein Gegner bringt hier ebenfalls ein sehr schön strukturiertes Yu-Yu-Team mit, wie ich finde. Er bringt hier nämlich mit ein Vishu, Zwirklob, Akani, Forstaker, Voltolos und Gardevoir. So. Wenn ich mir die Teams so angucke, Freunde, würde ich mal direkt sagen, große Threats für mich sind definitiv Akani und Vishu. Vishu aber eigentlich nur, wenn es Choice Scarf ist, weil das würde meinem Taurus auf jeden Fall hart in die Quere kommen. Choice Scarf, Vishu sieht man mittlerweile auch relativ häufig. Muss ich auf jeden Fall drauf achten, vor allem man sieht, er leadet damit. Akani natürlich immer ein großer Threat, trifft sehr viel hier, sehr effektiv, also was heißt, ja doch auch sehr effektiv. Flampivia mit hart getroffen von einem Turbo-Tempo. Taubos wird sehr effektiv von einem Stromstoß getroffen, genauso wie Tentoxer. Nahkampf trifft man Trikefalo, Chelterra und Magnezone werden vom Flammenblitz zerstört. Also da muss ich auf jeden Fall gucken, wie ich um dieses gefährliche Ding herumspiele. Forsaker natürlich physisch-defensiv, absoluter Hardcounter, muss man einfach so sagen, kann physisch-defensiv alles, was nicht gerade eine Feuerattacke ist, abfangen. Zwirklob wahrscheinlich speziell defensiv, kann auch viel aufs aushalten, aber ich denke, dass wir Taubos wieder wie im letzten Part einigermaßen handeln können. Voltolos ist natürlich immer so eine Frage, vor Voltolos habe ich an und für sich nicht so viel Angst, aber auch da muss ich natürlich ein bisschen Acht geben. Gardevoir natürlich immer ganz, ganz stark, wahrscheinlich gechoice Garft, weiß ich nicht, es könnte auch wie Schu sein, wir werden es hinterher sehen. Wobei, ich weiß es ja eigentlich. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, Freunde. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Kopf. So, wie gesagt, Freunde, mein Gegner leadet hier mit Vishu. Vishu ist auch ein wirklich schöner Lead, muss man sagen. Man kann einfach gucken, was hat der Gegner vor mit Mogelieb oder wenn es halt Choice Card ist, direkt mit Kehrtwinde raus. Sehr, sehr schönes Set. Beides sehr, also beide Varianten sehr schön. Ich beginne jedenfalls mit meinem Donkey Kong, meinem Dumbledore. Allerdings dachte ich mir, wenn das Ding Choice Garf ist, würde es sich überholen und es könnte eine Steinkante drauf haben. Wechsel mal lieber in deine physische Wall raus. Er geht hier jedoch auf den Mogelieb und das bedeutet, er ist kein Choice Garf Vishu. Er trägt sogar den Life Orb. Das ist nämlich tatsächlich auch mein Lieblings-Vishu-Set. Man nutzt Mogelieb, kann den Gegner schon mal gut Schaden machen. Kehrtwinde raus, Life Orb Schaden wird weggeheilt durch die Fähigkeit Beleberkraft. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier kommt auch gleich die Kehrtwende, wie gesagt, macht mir fast die Hälfte Schaden. Gar nicht übel, wie gesagt, ist klar, es ist sehr effektiv, aber ich bin physisch-defensiv, voll physisch-defensiv und Chelterra ist gar nicht so übel in der physischen Defensive. Aber naja, er geht hier nun in sein Forstaker, das habe ich so, ich habe sowas ähnliches schon erwartet, deswegen gehe ich hier erstmal auf die Egelsam. Hat für mich persönlich in der Situation ein bisschen mehr Sinn gemacht als die Tarnsteine, wobei ich durch die Tarnsteine definitiv einen Free-Switch quasi hätte provozieren können. Aber wie dem auch sei. Egelsam sind auch etwas, was ich auch von Stacker begrüße, denn so kann ich die Robustheit von dem Ding schon mal zerstören. Wir sehen auch, glaube ich, wenn ich gerade richtig hingesehen habe, keine Überreste auf dem Ding, aber ich denke, das werden wir gleich nochmal sehen. Erstmal gehe ich hier in mein Taubos, wo ich mir wieder dachte, perfekte Gelegenheit, um sich zu mega entwickeln. Er geht hier nur auf die Tarnsteine, ich bin froh, dass ich mein Taubos vorher noch reinbekommen habe. Und ja, hier kommt Egelsam, Schaden auf das Stacker. Wir sehen keine Überreste. Und er wechselt hier nun seinen Forstaker raus und geht in seine Grabschere, in seinen Zwirklob. Sehr cooler Name auf jeden Fall, finde ich super. Und hier mache ich, glaube ich, gleich direkt den ersten Missplay, Freunde. Wir werden das mal sehen. Ich gehe in meine Mega-Entwicklung. Und ja, ich liebe diese Frisur. Ein wahrer Super Saiyajin, dieser Vogel, nicht wahr? Ich gehe auf die Hitzewelle. Auf den ersten Blick vernünftig vielleicht, wenn man denkt, ja, Forstaker, ne, vierfach schwach dagegen. Aber ich glaube, Orkan hätte zu einem Two-Hit gerechnet und Orkan hätte auch an Forstaker viel Schaden hinterlassen. Und eigentlich war es klar, dass er da rauswechseln muss. Also, na, das war vielleicht nicht ganz so cool. Ich werde ja auf jeden Fall verbrannt, Freunde. Das ist mir aber persönlich nicht ganz so schlimm, denn ich dachte mir, ja, meine Kehrtwende macht weniger Schaden. Toll, das war es aber auch. Und die Kehrtwende ist ja nicht gerade primär dafür da, um Schaden auszuteilen. Finde ich aber okay, außerdem habe ich noch Ruheort im Set. Also, wenn ich mal zu viel Schaden fressen sollte,
kann ich mich damit wieder hochheilen. Ich schaffe es nur, das Zirkelhub hier zu besiegen, wie ihr gesehen habt. Aber hier ist nur das Problem, Freunde, da ist Arcani und ich will kein Turbo-Tempo von diesem Ding fressen. Ich mache hier also schon mal den Switch-Out in mein Trikefalo und wir werden sehen, was mein Gegner fort. Er geht hier auf den Stromstoß. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich wollte tatsächlich direkt mal Trikefalo draufgehen lassen, weil ich hätte es nicht so wirklich für sein Team gebraucht. Und ja, mit dem Stromstoß bin ich natürlich auch absolut zufrieden. Ich hätte also theoretisch auch auf den Orkan gehen können. Die Frage ist natürlich, wie viel Schaden der gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob sie das rentiert hätte. Rückblickend vielleicht ja. Er wechselt hier nun in sein Gardevoir. Das passt mir natürlich sehr gut, weil ich hier physisch bin und ein Walband trage. Ich gehe auf die Capman, habe den Switchout also schon predicted. Mache die Hälfte Schaden ohne Crit an diesem Gardevoir. Das ist also absolut hervorragend. Er hat hier wahrscheinlich mit einer Drachenattacke gerechnet, um den meisten Schaden auszuteilen. Wie dem auch sei, ich gehe nun in mein Donkey Kong, mein liebes Flampivian, und er mega entwickelt sich hier. Ich habe wirklich eher mit einem Walschall gerechnet, wo ich gesehen habe, dass das Wishu keinen trägt. Mega Gardevoir finde ich aber vor allem in Shiny auch mal wieder schön, das zu sehen. Das habe ich lange nicht gesehen. Für den Fall, dass er hier raus switcht, dachte ich mir, ich gehe mal auf Flammenblitz. Ich denke nicht, dass er in Arcani wechseln wird. Macht dann allen guten Schaden und damit kann ich Gardevoir aus dem Spiel nehmen. Es müsste, glaube ich, noch 6 zu 4 stehen, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall kommt nun sein Kamikaze rein, sein Arcani. Wir haben außerdem gesehen, das Ding hat keine Bedrohung, also ist ein Feuerfänger-Arcani. Da muss ich natürlich rauswechseln, damit ich dem Ding keinen Boost gebe. Gehe wieder in mein Trikefalo. Und ja, mein Gegner geht hier nun auf den Flammenblitz, will ebenfalls einfach straightforward den meisten Schaden raushauen. Ist absolut okay für mich. Es macht über die Hälfte Schaden, das heißt, ich würde keine zwei davon tanken. Abgesehen davon trägt er wahrscheinlich auch noch den das Turbo-Tempo im Set. So, und da sehen wir es auch schon direkt. Das reicht leider auch, um meinen Trikefalo direkt auszunocken. Sehr, sehr schade. Trikefalo hätte nochmal gut Schaden machen können, aber was soll ich machen, Freunde? Jetzt ist es zu spät. Ich gehe nur in meinen Tentacles, weil ich dachte mir, einen Stromstoß kann ich tanken, einen kann ich tanken. Dann muss ich hoffen, mit Siedewasser dieses Arcani loszuwerden, weil meine Optionen dagegen sind sehr beschränkt. Und hier sieht man, ich überlebe den Stromstoß, er bekommt massig Recoil-Schaden. Hier kommt mein Siedewasser, Freunde. Es muss jetzt reichen, das wäre sonst sehr unpraktisch, aber ganz knapp, wie immer. Diese minus 5 KP, mit denen der Gegner überlebt, das ist absolut lächerlich. Und naja, hier kann er mich natürlich auch mit einem Turbo-Tempo aus dem Spiel nehmen. Problem dabei ist nun, dass ich meine Tarnsteine nicht mehr wegbekomme. Hätte ich vielleicht eher machen sollen, denn dann hätte ich die Robustheit von Magnetzone noch gehabt und hätte das Ding mit einem Donnerblitz auf jeden Fall finishen können, würde ich sagen. Hier habe ich einen absolut großen Fehler gemacht, Freunde. Frag mich, was da in meinem Kopf vorging. Ich dachte aus irgendeinem Grund, ich denke, vielleicht kann Flapivian hier ein Turbo-Tempo aushalten. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Und hier, Freunde, der Brainfuck-Move überhaupt. Ich gehe in meine Magnetzone in der Hoffnung, dass er sich mit dem Flammenblitz dann selber auslocken. Also er würde sich mit dem Flammenblitz selber auslocken. Aber hier geht er einfach auf Erholung mit Maronbeere. Und ich gehe auf Lichtkanone, weil ich gedacht habe, vielleicht prediktet er auch die Elektroattacke, will sich Arcani noch aufspannen und wechselt in sein Voltulos. Und ich gehe einfach auf Lichtkanone. Oh Mann, warum? Er geht hier nochmal auf Flammenblitz, kann natürlich meinen Wachtmeister damit ausnocken. Wird sich selber nochmal guten Recoil-Schaden machen, aber er hat immer noch Turbo-Tempo im Set und naja, hier kommt auch, ich habe noch Vertania, genau, weil hier dachte ich mir, was will ich mit Vertania großartig machen, Freunde, ich hoffe jetzt einfach nur, dass der Flammenblitz-Recoil reicht, um es auszunocken, mehr kann ich wirklich nicht mehr tun. Da kommt der Flammenblitz und natürlich reicht er, aber reicht der Recoil, um es auszunocken? Vermutlich nicht, aber wir werden sehen. Nein, auch wieder ganz, ganz knapp nicht. Und ja, ich habe nur noch meinen Super Saiyajin, von dem ich halt dachte, okay, er kriegt sowieso Tarnsteinschaden, du überlebst eh kein Turbo-Tempo. Blöd, lässt es einfach down gehen und Freunde, ich habe mich so verarscht gefühlt, ne? 16 HP, ich lebe noch. Und gehe auf Orkan. Ich hätte auf Ruhrort gehen können. Ich hätte es von vornherein einfach reinholen können. Es hätte ein Turbo-Tempo überlebt. Ich habe mich so verarscht gefühlt vom RNG-Wert. RNG-Wert. Oh, und hier wurde ich einfach von Arcani gesweept. Aber Freunde, ich dachte mir, es war jetzt kein allzu spannender Kampf, aber ich dachte mir, ich lade so einen Kampf auch mal auf, weil ich fand dieses Arcani-Set auch sehr, sehr interessant mit der Holung. Finde ich sehr, sehr cool. Chris, auf jeden Fall ein absolut verdienter Sieg. Ich habe an dieser Stelle, ich habe wirklich an sehr vielen Stellen sehr schlecht gespielt. Ich habe da Manitan einfach so geopfert, ich habe Magnetzone einfach so geopfert. Ich habe eigentlich alles einfach geopfert, außer Tentoxa. Und was habe ich denn noch im Team gehabt? Was habe ich noch im Team gehabt? Ich muss ganz kurz gucken. Tentoxa und Trikefalo. Trikefalo habe ich absichtlich geopfert, weil das war aber auch Teil meines Plans. Tentoxa ist da umgegangen an den Stromschuss, leider.
Und die anderen habe ich, einfach geopfert. Das war einfach total sinnlos. Und das, oh, ihr seht, Freunde, solche Missplays passieren mir immer wieder. Ich höre immer öfter mal, dass Leute sagen, das soll jetzt absolut nicht arrogant klingen, aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, boah, du spielst ja voll gut und so, ich glaube, du bist einer der besten deutschen PokéTuber, besten Competitive-Spieler. Habe ich tatsächlich letztens gehört vorher, bin ich absolut nicht, habe ich nie behauptet, wird, ist auch nicht der Fall, absolut nicht. Ihr seht, ich mache haufenweise Fehler und ich dachte mir, es ist ganz interessant, vielleicht wenn ich auch mal so einen Kampf hochlade, wo ich absolut scheiße gespielt habe. Aber dennoch, Chris hat hier wirklich sehr, sehr gut gespielt, muss man sagen. Dieses Arcania hat mich absolut überrumpelt, kann man nicht anders sagen. GG auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr auch gegen mich kämpfen wollt, wie gesagt, auf Twitter, ich sag's ja nach jedem Part, auf Twitter könnt ihr mir folgen, da poste ich jetzt immer, wenn ich Kämpfe aufnehme. Und ja, dann seid ihr demnächst vielleicht auch in einem Video dabei. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und haut raus. Ciao!